herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir zusammen an, wo man am besten Dürrsandholz farmen kann und wo die Hotspots liegen. Die Hotspots sind auf der interaktiven Karte von miHoYo eingezeichnet. Das ist einmal hier im unteren Bereich von, naja, es liegt in keinem direkten Gebiet, aber unterm, links vom Julium Cast, rechts vom Hulao Berg und unter Jin Yun. Und genau, hier gibt es einmal dieses Gebiet hier. Das ist nicht ganz so groß, aber es ist eigentlich auch zum Farmen reicht es tatsächlich. Dann hier gibt es das Gebiet, das zeige ich euch auch alles ingame noch. Und die beste Farmroute oder vermeintlich beste Farmroute, die gibt es hier auf der Guili-Ebene. Und zwar einmal entweder von oben nach unten oder von unten nach oben, das kann man sich im Endeffekt aussuchen. Aber man müsste tatsächlich gar nicht die ganze Strecke ablaufen. Knapp die Hälfte würde auch locker reichen. Aber kommen wir erstmal zum Dürrsandholz selbst. Das Holz, das Dürrsandbaumes. Er gilt als ein besonders robustes Holzgewächs, das Wind und Regen widersteht und eine lange Lebensdauer hat, kann zum Herstellen von Dekorationen verwendet werden, in der freien Natur zu finden und empfohlen in Minlin zu finden und in Lisha zu finden. Ja, in diesen Gebieten halten wir uns jetzt heute auch auf. Ich würde euch einfach nur zwei Farmrouten präsentieren, beziehungsweise die dritte zeige ich euch zumindest, aber die ist eigentlich nichts. Und ich meine, es gibt einfach eine beste Route, die man ja gerade auch schon gesehen hat. Und deswegen denke ich mal, braucht man da nicht unbedingt noch auf andere eingehen, weil das einfach nicht so zielführend ist. Aber ja, grundsätzlich zum Farmen empfehle ich euch noch, bevor wir anfangen, Kea im Team zu haben, falls ihr ihn habt, und Rosaria. Und dann auch mit Rosaria zu laufen. Rosaria gibt dem gesamten Team 20% Bewegungsgeschwindigkeit bei Nacht, also das heißt, man ist nachts schneller unterwegs. Und also nachts ist immer von 18 bis 6 Uhr. Und Kea verringert den Ausdauerverbrauch der gesamten Truppe. Das heißt, mit welchem Charakter ihr lauft, ist grundsätzlich egal, wobei große Charaktere, soweit ich weiß, eine größere Distanz zurücklegen. Und genau, das sind auf jeden Fall nochmal gute Farmtipps. Außerdem könnt ihr auch einen Lanzenträger oder Stangenwaffenbenutzer zum Farmen benutzen, weil die greifen grundsätzlich am schnellsten an. Aber gut, das sind jetzt die minimalen Feinheiten. Und ja, fangen wir hier unten einfach an. Den linken Baum können wir leider nicht abfarmen, der ist zu dick. Davon gibt es hier leider mehrere. Ich glaube, insgesamt sind es zwei oder drei, die man nicht abfarmen kann. Und dann läuft man hier einfach die Strecke ab. Wenn man hier wirklich farmen will, dann sollte man es so machen. Deswegen überspringe ich jetzt hier auch bewusst ein paar Bäume. Aber ich glaube, es reicht tatsächlich nicht. Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt, weil ich, wie gesagt, sowieso dazu tendiere, die andere Route zu benutzen. Aber dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass zwischen dem ersten, also dass man zwischen den Bäumen eine gewisse, jetzt habe ich es zum Beispiel schon falsch gemacht, dass ihr hier den links da angreifen sollen, aber dass man zwischen den Bäumen sich so eine Route auswählt, dass man immer einen Kreis läuft quasi, dass wenn man am ersten Baum ankommt, schon wieder mindestens 11 Bäume gefällt hat sozusagen oder abgefarmt hat, weil dann respawnt nämlich das Holz vom ersten Baum und dann kann man die Route quasi neu starten. Das heißt, man sollte jetzt nicht einfach nach vorne laufen, alle Bäume mitnehmen, sondern eben, wie gesagt, eher in den Kreis laufen. Ich glaube, den Baum können wir, doch, den können wir auch noch abfarmen. Nice. Wir haben sonst, glaube ich, nur zwei, die man nicht abfarmen kann. Genau. Und jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Den hier links habe ich, glaube ich, mitgenommen vorher, ne? Yes, der droppt uns wieder. Genau. Ja, und jetzt könnte man quasi wieder neu starten, das heißt wieder davor. Bei den da vorne könnte man eventuell auch weglassen, sich lieber den von der Seite da mitnehmen. Ja, dann müsste man wieder hochklettern. Ja, also wie gesagt, die Route hier ist auf jeden Fall machbar, muss man sich vorher natürlich gut überlegen. Da hinten könnte man auch noch ein bisschen farmen, aber das ist dann schon wieder relativ weit weg, also darüber zu laufen. Von hier aus zu den 6, 7 Bäumen, die da hinten noch sind, lohnt sich wahrscheinlich nicht so wirklich. Und hier sind auch noch ein paar einzelne kleine Bäume, aber die sind auch relativ weit weg. Also ich würde mich schon, wenn dann, auf diesen Teil hier beschränken, aber grundsätzlich würde ich sowieso die andere Route nehmen. Ja, die dritte Route zeige ich euch, wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber. Hier kann man entweder von ganz oben anfangen und bis ganz nach unten laufen oder von ganz nach unten bis ganz nach oben. Ist relativ gleich oder man nimmt sich nur den oberen Teil vor und portet sich jedes Mal wieder zurück zum Anfang. Hier hat man das Problem, hier sind glaube ich 3 oder 4 Bäume nicht abfarmbar und die Route kann man nicht wirklich als Kreis laufen. Also man könnte vielleicht auch sich auch nur auf der einen Seite halten von dem Weg und dann auf der anderen Seite zurücklaufen oder so. Dann würde es wahrscheinlich funktionieren, aber in meinen Augen einfach keine so gute Route und ja, ist einfach relativ klein. Und ja, dann die Main-Route, die kann man auf verschiedene Art und Weise laufen. Die beginnt quasi hier oben bei dem bei der Statue der 7. Und gut, ich meine, man kann sie so groß ziehen, wie man möchte, sag ich mal. Also das hier sind alles Dürrsandholzbäume. Das heißt, die kann man hier alle in die Route mit einbauen.
Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Also ich würde schon gucken, dass ich mich eher im unteren Bereich aufhalte, also unterhalb, beziehungsweise überhalb, sorry, überhalb auf der Minikarte, wenn ihr schaut, von der Statue der Sieben und mich dann halt einfach dem Weg entlang hange, so wie man es auch auf der interaktiven Karte vorher gesehen hat. Aber diesen oberen Teil könnte man auch komplett weglassen. Also da muss jeder sein eigenes Planungsgeschick mal zutage tragen. Weil nicht jeder spielt ja gleich, nicht jeder benutzt das gleiche Team und bla bla bla. Das heißt, ja, das muss jeder selber wissen. Also diese oberen Bäume, die kann man auch mitnehmen, diese ersten Bäume von unten aus gesehen, über der Statue der Sieben. Aber die sind halt schon relativ abseits gelegen von den anderen Bäumen. Also man sieht schon jetzt, wie weit die anderen Bäume da hinten weg sind. Also die gehören alle zu der Route, die wir uns vorher angeguckt haben. Also ja, ich meine, gut, hier ist die Distanz jetzt nicht so gigantisch, aber es ist einfach trotzdem ein kleines Stück zu laufen. Und jetzt haben wir gleich nochmal eine Lücke zwischen diesen paar Bäumen hier und den nächsten. Also es ist einfach, ja, muss man sich halt entweder vorher überlegen, wie man es macht. Vielleicht lässt man dann tatsächlich auch den ganz oberen Teil weg und läuft nur den unteren Teil, wenn man sich hier eine gute Route zusammensucht. Man kann natürlich auch noch die Bäume hier außen mit einbeziehen. Das ist alles möglich. Aber die richtigen Hotspots liegen halt einfach da hinten bei den Ruinen. Das heißt, diese vorderen Bäume, bei denen wir uns jetzt die ganze Zeit aufhalten, den hier kann man, glaube ich, gar nicht abfahren, genau. Ja, ist, würde ich sagen, schwierig, hier eine vernünftigere Route zu bauen als die hier vorne. Ich würde sagen, frühestens kann man hier beginnen. Also jetzt, wo wir uns quasi auf der Karte, seht ihr es auch ganz gut, in diesem Ruinengebiet befinden. Das ist auch genau der Teil auf der Karte, von der interaktiven Karte zum Beispiel, wo dann die Bäume sich so richtig stacken, also wo quasi jeden Meter ein neuer Baum kommt. Stimmt natürlich nicht ganz, auf der Karte sieht es immer ein bisschen besser aus, muss man tatsächlich sagen, als dann tatsächlich in echt. Weil auf der Karte die Abstände, also der Maßstab natürlich auch ein bisschen größer ist, zumindest so wie ich die Karte vorher angeschaut habe. Wenn man da ein bisschen mehr rangezoomt hätte, würde man auch schon sehen, dass die jetzt nicht wirklich direkt nebeneinander alle stehen, sonst wäre es ja wirklich zu schön. Den hier können wir nicht farmen. Aber hier würde ich sagen, macht es dann schon Sinn. Hier ist die Distanz zwischen den Bäumen relativ klein. Man muss eigentlich nicht mehr so viel laufen. Und dann kann man sich hier einfach durch die Ruinen prügeln. Das einzig Nervige bei der Route, weil das hat man eigentlich bei jeder Farmroute von Holz, wobei hier tatsächlich einige Bäume sind, die man nicht angreifen kann, sehe ich gerade nochmal. Ist mir vorher gar nicht so krass aufgefallen, dass das so viele waren. Das waren jetzt 4 oder 5 Stück. Das ist natürlich schon ziemlich nervig, ja. Das ist ziemlich nervig, ja. Weil vielleicht war auch einer von denen abfahrbar und ich habe es jetzt einfach noch nicht gerafft, weil ich gerade von den Gegnern abgelenkt wurde oder ich habe einen vergessen. Auf jeden Fall, ja, hier sind relativ viele Gegner in diesen Ruinen. Die sind auf jeden Fall nervig. Aber die kann man natürlich einmal killen, dann sind sie weg. Dann kann man die Route einfach 10-mal abfarmen. Dann muss man es 5 Jahre lang nicht mehr abfarmen, weil man dann genug Dürrsandholz hat für die nächsten 10.000 Möbel, die man herstellen kann oder will. Aber auch das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen, weil man kann die Gegner natürlich auch einfach ignorieren. Also wenn man jetzt keine Charakter auf Level 1 benutzt zum Farmen, warum auch immer man das machen sollte. Außer man hat Kaya und Rosaria beide auf Level 1 und möchte die Boni haben, die passiven. Gut, aber grundsätzlich, sag ich mal, ist das ja meistens wahrscheinlich nicht der Fall. Aber ihr seht schon, das läuft dann eigentlich wie von selbst. Man läuft einfach von Baum zu Baum, immer weiter nach oben. Wenn man die Route so ungefähr im Kopf hat, dann muss man sie sich eigentlich auch nicht nebenbei auf den zweiten Monitor legen oder ausdrucken oder wie auch immer. Also hier ist wirklich sehr, sehr entspannt zu farmen. Alle paar Meter kommt dann ein Baum. Also man kann eigentlich alles weglassen, bis auf diesen obersten Teil im Endeffekt. Aber wie schon gesagt, das muss natürlich jeder selber wissen. Das war jetzt kein richtiger Baum. Der hat mich gebaitet. Und ja, dann kann man das Ganze jetzt hier noch den Fluss entlang ziehen. Und ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, auf wie viel Holz wir kommen. Kann ich dann im Nachhinein nochmal vielleicht zusammenzählen ein bisschen. Was natürlich dann auch wieder darauf ankommt, welche Route man zählt. Aber jetzt einfach so diesen Ruinenbereich. Aber ich schätze mal, es müssten so knapp 100 Holz sein. Puh, wenn man es ein bisschen übt, könnte ich mir gut vorstellen, dass man es das in 5 Minuten schafft. Also jetzt nur diesen Teil, ab dem wir quasi gesagt haben, dass es da der gute Teil anfängt sozusagen. Also wenn man den Teil in 5 Minuten schafft, jetzt habe ich tatsächlich schon relativ viel Schaden bekommen mit Rosaria, weil meine Rosaria auch noch auf Level 40 ist. Also wie gesagt, sowas muss man dann halt natürlich auch noch mit einbeziehen, dass hier natürlich auch überall Gegner sind. Aber wie schon gesagt, das ist ja im Normalfall echt kein Problem. Aber ja, wie gesagt, man müsste so auf knapp 100 Holz in knapp 5 Minuten kommen, schätze ich mal. Also das ist schon echt ziemlich gut. Das heißt, man läuft das Ganze 3-4 Mal und dann wird es wahrscheinlich schon reichen. Also ihr wollt jetzt unbedingt tonnenweise Möbel aus Otogi-Holz herstellen. Aus Dürrsandholz, Entschuldigung. Ja, Otogi-Holz wird man hier nicht finden. Genau.
Aber ja, wie man es hier schon sieht, jetzt kann man hier quasi schon einen Turnaround machen, U-Turn, wie auch immer. Und kann sich auch nur hier vorne eine gute Farmroute zurechtlegen. Ich zähle jetzt hier, wie gesagt, nochmal die Bäume zusammen und teste das nochmal, wie lange das ungefähr dauert. Und dann werde ich euch das noch kurz sagen. Also, holy moly. Ich bin jetzt quasi von hier vorne gestartet, aber den vorderen Teil kann man tatsächlich auch weglassen. Also ich würde frühestens tatsächlich hier anfangen, jetzt wo ich es nochmal ein bisschen eingiebiger getestet habe, vor allem mit einer Zeit. Also ich finde halt die Route an sich, dass man sagen kann, ja, die ist gut. Das, ich meine, das kann man immer sagen, wenn einfach nur ein paar Bäume vorhanden sind. Aber ich habe es jetzt mal mit der Zeit auch nebenbei gestoppt. Und diese beiden Bäume sind auf jeden Fall noch okay, die kann man definitiv mitnehmen, weil die stehen ja eh, also die auf jeden Fall. Die beiden da oben dann eher nicht, da wo wir vorher quasi angefangen haben mit der guten Route, die könnte man tatsächlich auch noch weglassen, weil es einfach nur unnötig ist und vor allem klettert man da ja nicht nochmal hoch. Das heißt, wenn man die einfach von vornherein weglässt, schafft man es dann quasi hier eine Runde zu drehen, am Wasser entlang, so wie wir es vorher gelaufen sind. Und ich bin jetzt auf 120 Holz in 3 Minuten gekommen, also 40 Holz pro Minute schafft man hier locker flockig. Ja. Also erst die linke Seite, dann die rechte Seite, zurück, linke Seite, rechte Seite, zurück. Das schafft man unter einer Minute und wie gesagt, da hat man knapp 30 Holz pro Minute oder mehr wahrscheinlich sogar. Und insgesamt dann, wie gesagt, bis zu, es geht wahrscheinlich sogar noch mehr, ich habe es ein paar Minuten geübt. Wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, gut, so viel Holz braucht kein Mensch theoretisch, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, könnte man mir wahrscheinlich sogar 60, 70 Holz pro Minute schaffen und dann auf knapp 200 kommen. Also das ist echt heftig, also so krass hätte ich es gar nicht eingeschätzt tatsächlich, aber sowas sieht man dann natürlich auch nur, wenn man dann auch tatsächlich mal mit Zeit Stopp farmt. Und ja, das war es auch schon alles zum Dürrsandholz. Also damit sollte euch auf jeden Fall das Farmen gut gelingen. Wie gesagt, ich würde euch definitiv die letzte Route, das was ich jetzt euch am Ende gezeigt habe, empfehlen. Die erste Route und so weiter. Es kann alles funktionieren, kann alles sein, dass es auch gut ist und so. Will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber warum nicht das Beste nehmen, wenn es einem sowieso schon hier einfach auf dem Silbertablett serviert wird. Also Dürrsandholz ist extrem leicht zu farmen und echt chillig. Und damit bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.